Software-Tool entwickeln, was dazu beiträgt, in möglichst kurzer Zeit zwischen Menschen, die sich nicht kennen, Zusammenhalt zu entwickeln. Und warum machen wir das? Weil Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlicher Herkünfte oder auch unterschiedlicher Identitätszugehörigkeiten immer wichtiger wird. Also zum einen in der Wirtschaft, also für Unternehmen wird es immer wichtiger oder deren Erfolg hängt immer stärker davon ab, wie weit sie in der Lage sind, wirklich globale Kooperationen zu managen und zu meistern. Aber auch gesellschaftlich. Da brauchen wir einfach neue Antworten auf Migrationsprozesse zum Beispiel. Und unser Software-Tool soll einen kleinen Beitrag dazu leisten. Die Applikation funktioniert so, dass sie intuitiv den Usern ihre gemeinsamen Zugehörigkeiten aufzeigen soll bzw. entdecken lassen soll. Dafür gibt es drei Schritte. Im ersten Schritt gibt der einzelne User sozusagen seine Zugehörigkeiten, seine individuellen Zugehörigkeiten in die Applikation ein und die wird dann als Mindmap bzw. als Baumstruktur dargestellt. Im zweiten Schritt kann dann der User die Zugehörigkeiten aller anderen sehen, die simultan eingegeben werden und kann sich daran orientieren, ob er weitere Zugehörigkeiten noch mit eintragen möchte oder nicht. Und im letzten Schritt kann er dann sehen oder können dann alle User sehen, welche Gruppenzugehörigkeiten sich dadurch ergeben haben und wer eben mit wem was gemeinsam hat. Also wir verbinden mit diesem Forschungsprojekt auf der einen Seite moderne Kulturtheorie, auf der anderen Seite innovative angewandte Informatik. Und wir bauen auf einem kulturwissenschaftlichen Konzept auf, das nennt sich Multikollektivität. Also wenn man früher über Kultur gesprochen hat, da hat man sich das immer so vorgestellt. Ne? Eine Person gehört in eine Kultur oder noch eine andere Person in einer anderen Kultur. Und die beiden kennen sich nicht, wenn die jetzt was zu tun haben wollen miteinander, dann müssen sie im Grunde genommen lernen, wie ist es denn hier und wie sieht es denn hier aus. Und das war das, was man früher unter interkulturellen Trainings verstanden hat. Das führt aber immer dazu, dass letztlich dieser Graben zwischen diesen beiden noch weiter verstärkt wird. Und das wollen wir halt aufheben. Wenn man sich mal genau das Bild anschaut, ist das eigentlich völlig falsch. Ja, keiner von uns ist nur Teil einer Kultur, sondern eigentlich ist das Bild so. Jeder von uns gehört gleichzeitig zu ganz vielen sozialen Gruppen. Ja, und wenn sich jetzt zwei Menschen begegnen, die meinen, sie hätten nichts gemeinsam, dann stimmt das eigentlich gar nicht. Man muss einfach nur lange genug suchen, bis man gemeinsame Gruppenzugehörigkeiten findet. Und das ist das Prinzip, was wir mit Multikollektivität bezeichnen. Also die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre eigene Multikollektivität, also die Zugehörigkeit zu ganz vielen Gruppen selber zu erfahren, zu reflektieren und dann auch zu sehen, wo gehören die anderen denn dazu und dazu Verbindung herzustellen. Und damit erzeugen wir Vertrautheit in der Gruppe und das führt am Ende fast notwendigerweise zu Kohäsionseffekten, also letztlich zu Zusammenhalt und den kann man dann für die Zusammenarbeit nutzen. Naja, das ist ein schönes Beispiel von Forschung in der angewandten Informatik. Ja, wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Teams der Beuth-Hochschule und der HTW hier und auch den späteren Anwendern. Wir haben zwei große Herausforderungen im Prinzip. Das eine ist, wir müssen ein möglichst einfaches, aber motivierendes User-Interface bauen für diesen Anwendungsfall. Und das zweite ist, wir haben eine Visualisierung zu machen von einer relativ komplexen Sache. Wir haben Akteure, Beziehungen zwischen den Akteuren, Begriffe, die man mit den Akteuren verbindet. Und man würde auch sehen, wenn es Leute gibt, die wenig Beziehungen zu anderen haben, die würden als isoliert dastehen. Und wir müssen eine Visualisierung finden, die diesen Sachen Rechnung trägt und zielgeführend für unser Projekt ist. Wir haben bereits in der Konzeptphase der Software, noch bevor wir erste Software-Prototypen entwickeln, was man für die User-Interfaces ziemlich schnell tut, das durchgeführt, was man bei Google und Co. Pretotyping nennen würde. Wir nehmen Papier und Stift und spielen, was wir können, schon mal durch, ohne erstmal zu programmieren. Wir entwickeln eine Webanwendung, das heißt, wir verwenden aktuelle Technologien, Webstandards, sprich HTML5, SVG, CSS und JavaScript. Bei JavaScript setzen wir konkret moderne Frameworks und Bibliotheken ein, also sprich Meteor und D-Suite. Und wir wollen halt auch, dass das Software-Tool am Ende sowohl mobil als auch auf einem stationären Gerät anwendbar ist. Und deswegen kommt es auch darauf an, dass wir das User-Interface optimieren für Laptops, für Desktop-PCs und Tablets mit Touch-Eingabe.
Also Haupteinsatzbereich sind interkulturelle Trainings im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen in Unternehmen. Darüber hinaus kann die Applikation aber auch da eingesetzt werden, wo Menschen zusammenkommen, wo sie zusammenarbeiten müssen und glauben, eben nichts miteinander gemeinsam zu haben. Das kann in Konfliktsituationen sein, das kann aber auch in der Ausbildung sein, in der Weiterbildung sein und im Studium sein. Ebenso kann die Applikation aber auch im öffentlichen Bereich eingesetzt werden, zum Beispiel bei Bürgerkonferenzen.